Halt deine Fresse bitte. Es ist wunderschönes Wetter. Und ich werde gleich den ganzen Tag in einer Messe sein. Aber es ist die Gamescom, also ist eigentlich ganz cool. Marc, Steffen und ich werden heute in einem Livestream zu sehen sein. Wir werden ein Meet and Greet veranstalten. Ich habe ein paar Pressetermine und ich werde heute einen Livestream mit den Senioren zocken machen. Also wenn ihr das Video gerade seht, war der Livestream schon. Aber für mich ist es gerade heute. Ihr könnt euch freuen. Und zwar ist das hier somit einer der ersten Vlogs auf meinem Kanal, wo richtig viele YouTuber mit drin sind. Ist das nicht cool? Das heißt, es passiert endlich mal was. Bevor ich aber irgendwas an diesem Behalt deine Scheißfresse-Handy. Bevor ich heute irgendwas an diesem wunderschönen sonnigen Tag machen werde, mache ich mir jetzt erstmal Breakfast. Ich habe gerade einfach 3 Stunden noch den Vlog geschnitten, habe ich jetzt gerade noch hochgeladen und jetzt fahre ich zu Motherpiep Gamescom. Hey! Ich habe einen Termin jetzt auf einer Bühne, es ist gerade 1:07, der Termin fing vor 7 Minuten an, zeitlich sind wir auf jeden Fall voll im Rahmen. Beschweren kann man sich da eher mehr. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher mehr. Hey Hilja, willst du mal dein Instagram pushen? Gerne. Sag mal deinen Namen. Laser Luca. Chillig, alle abonnieren. Ich war jetzt gerade auf dieser Bühne hier oben, habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Nochmal danke an der Stelle an Felix, der das ist komplett überbelichtet. Auf jeden Fall gehe ich jetzt zum YouTube Gaming Stand und werde dort die Senioren treffen und mit denen einen Livestream machen. Wir machen jetzt zusammen ein Video, beziehungsweise wir machen jetzt einen Livestream und ihr seht davon jetzt die Best-ofs von unserem Livestream. Hallo Freunde, ich befinde mich hier mit Senioren zocken, beziehungsweise mit einem Teil von Senioren zocken. Also die rechte Hand immer hier an der Maus lassen. Ja. Damit kannst du dich halt umgucken in dem Spiel, also es ist quasi ja. So wie dein Kopf, sag ich mal. Hi Evelyn. Na, alles gut? Gleich. Du musst jetzt quasi als Challenge genau das bauen, was ich... Genau. Mit der Maus kannst du ja sehen, wo du hinguckst, wie mit den Augen. Jetzt hast du schon mal 6 Blöcke. Jetzt musst du aus dem Loch halt wieder rauskommen. Ja, das weiß ich nicht. In Minecraft, das Spiel habt ihr auch schon auf eurem Kanal gespielt. Aber nicht so. So habt ihr es nicht gespielt. Und da vorne, wenn du mal da hinschaust, der Maus, andere Richtung. Genau, da vorne, da in dem Baum, andere, da unten, da, ein bisschen nach rechts. Oh Gott, jetzt sind wir im Wasser. Jetzt ertrinken wir. Jetzt musst du die Leertaste gedrückt halten. Schau beispielsweise mal auf eine Blume, genau. Jetzt geh mal mit W so ein bisschen nach vorne. Baum! Das kann ich sagen. Das war echt richtig. Und jetzt kannst du nämlich mit der linken Maustaste, wenn du die drückst, kannst du die Blume jetzt abbauen. Andere? Genau, so. Und jetzt nach oben gucken. Nach oben gucken. Hier im Spiel. Oh, nee, das ist der Baum. Jetzt auf die Blume und die linke Maustaste drücken und. Nee, das ist nicht. Jetzt mit der rechten Maustaste. Genau. Und das ist schon fast das, was wir gerade gebaut haben. Nee. Also es ist so ähnlich. Wir haben es mehr oder weniger hinbekommen. Das ist der falsche Knopf. Das hier, dieses große, das ist die linke Maustaste. Mit dem, genau. Das war schon die erste Blume. Jetzt haben. Genau. Oh, das ist Skelett. Das Skelett. Lauf. Du musst weglaufen. Lauf nach hinten oder zur Seite. Genau, lauf. Halt. Genau, lauf. Geh in den Keller. Ja, genau. Geh da rein. Oh Gott. Aber das Skelett ist wieder weg. Okay, das Skelett ist weg. Auf die Erde, genau. Jetzt bist du auf der Erde. Und jetzt musst du zu einer freien Fläche laufen. Zuschauer, wir haben tatsächlich das geschafft, was bisher hier in den 2 Tagen, wo hier rund um die Uhr gestreamt wurde, noch niemand geschafft hat. Evelyn, herzlichen Glückwunsch. Du hast den PC kaputt gemacht. Ja. Also wir saßen hier gerade und die Evelyn wollte den Berg hochgehen. Und ich dachte, okay, sie sollte einfach W drücken und da hochlaufen. Dann gucke ich auf einmal auf die Tastatur und ich sehe, sie drückt die ganze Zeit W, aber es passiert nichts. Gucke ich hier auf OBS und auf Elgato und alles Mögliche und alles ist einfach stehen geblieben. Der komplette Stream ist gerade abgekackt. Der komplette Computer hatte einen Crash wegen Evelyn. Sorry, aber meine Hand liegt. Da kann man nichts machen. Ich habe hier jetzt gerade mit den Senioren gezockt. Wer hätte es gedacht? Der Stream war gerade live. Da vorne läuft der Stream sogar noch hinten gerade. Und ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal eine Kleinigkeit hier was essen. Erbsen mit Fleisch. Max macht gerade einen Livestream hier vorne mit Jana und die spielen GTA und ich bewerfe die jetzt mit Servietten. Ich weiß, hier bei YouTube werden definitiv Prioritäten gesetzt. Der Desktop-Hintergrund ist Sub Conny und Krani. Alter, die Kamera ist natürlich wieder kaputt. Über deine Haare. Wir sind am famesten.
wieder eine Stunde überzogen, aber jetzt ist endlich alles leer. Dom, dom, dom. Mag. Ich bin jetzt zurück von der Gamescom, stehe jetzt hier gerade in der Dusche, weil immer mit Fanumarmungen und so, da muss man halt aufpassen, dass man dann nicht gegenseitig sich krank macht oder so. Ich habe meine Brille im Taxi vergessen. Ich habe gerade Ilja nochmal angerufen und der meinte, dass er meine Brille aus dem Taxi mitgenommen hat. Also dahingehend ist alles cool. Die Sache ist jetzt nur, dass meine Eltern mir halt geschrieben hatten, wie ihr eventuell aus dem letzten Vlog noch wisst, dass meine Terrasse halt noch angebracht werden muss, also zu Ende angebracht werden muss. Und das passiert jetzt morgen um 8.30 Uhr. Und ich gehe jetzt noch zu einem Abendessen und danach bin ich noch auf der YouTube-Party. Das heißt, ich werde da circa 10 Minuten bleiben gefühlt. Also mein Outfit, weiße Socken, die sieht man eh nicht. So eine blau-graue Hose, dann haben wir ein weißes Longtee. So, die Kamera ist ja voll schief und meine Haare sind auch noch nicht... Wieso mache ich ein Outfit of the Day, wenn ich noch gar nicht fertig bin? Ich gehe jetzt auf jeden Fall noch zu einem schönen Abendessen mit Studio 71, danach zur YouTube-Party. Werde allerdings nur mein Handy mitnehmen, das heißt, ja, jetzt kommen Handyaufnahmen. Wir laufen jetzt gerade von der YouTube-Party zurück, holen uns jetzt ein Taxi und Jana und ich haben einfach nichts getrunken und wir fühlen uns trotzdem, als wären wir betrunken, weil wir da ganz oben in dem Turm waren und jetzt ist uns voll schwummerig und wir sehen uns in der Taxifahrt wieder. Zurück zu Hause angekommen. Ich bin irgendwie total K.O. einfach, ich glaube, wegen dem ganzen Tag Gamescom und so weiter und so fort. Jetzt gerade noch auf der Party, aber mega coole Leute getroffen. Morgen geht's auf die Videodays. Bis da. Die Videodays gehen los. RTL aktuell würde gerne ausnahmsweise die Nicht-Lachen-Challenge verwenden. Die Sache ist, kannst du erstmal ganz kurz dein Instagram pushen für meinen Vlog? Ja, klar. Wie heißt du da? Laserluca. Okay, chillig. Ilja hatte mich gerade angerufen, weil ein paar TV-Sender ein paar Videos von mir benutzen wollen und mir läuft gerade Wasser hier runter. Aber ich hab mega Bock, Freunde, weil heute sind die Videodays. War nur der Showtag, also keine Autogrammstunden, aber es sind Videodays. Bei mir sind gerade wieder Handwerker oben wegen der Terrasse, deswegen mache ich mir zwar jetzt, aber ich werde die Kamera jetzt nicht mitnehmen, das heißt, wir sehen uns jetzt gleich wieder. Ich bin jetzt fertig mit Essen und fahre jetzt zu den Videodays. Mit Ilja und Max und Jana. Über viele Staffeln hinweg war der Night King zwar eine diffuse Bedrohung. Oh nein, Joey. Da ist der Videodays-Eingang, aber hier ist ein Mülleimer. Da auch. Wir können eine Schleife machen. Kenn ich nicht. Meine Nase. Ah, warte, wir haben noch ein Krankenhaus. Ah, nee, wir haben kein Krankenhaus. Das Beste an der YouTube-Lounge ist immer das Essen. Einfach nur komplette Rasur, Alter. Ja, nur Kongcrafter ist cool, ihr Pisser. Bei vielen Videos, die ich in letzter Zeit gemacht habe, da gebe ich mir wirklich Mühe. Yannick, 12. In meiner Klasse geben die Jungs mit ihren Mega-Schwänzen an. Sie beleidigen mich oft und sagen, du hast ja voll den Kleinen. Okay. Unsere Elfe, aber mal rein. Ilja, haben wir noch andere Termine? Durch. Wir sind durch. Wir sind fucking durch. Jetzt gehe ich zurück zu YouTube und esse was. Wir sind wieder im Himmel auf Erden angekommen. Ey, wie kann man durch den Wind fliegen? Alter. Ey, wie kann Kelly, was hältst du von Kongcrafters Vlog? Hammer, die sind so geil, ey, Leute. Die Mirelle, was hältst du Mirelle, die Finger. Wollt ihr euer Instagram im Vlog pushen? Laserluca. Laserluca. Ey, chillig. Da ist der Dom. Ich bin wieder bei mir zu Hause angekommen, beziehungsweise hier in meinem Aufnahmezimmer und werde jetzt erstmal diesen Vlog hier schneiden. Es ist jetzt gerade 5:45, das heißt, ich werde jetzt 2 Stunden an dem Video hier schneiden und dann sehen wir uns in 2 Stunden wieder, wenn ein paar Freunde rumkommen. Ihr stinkt beide nach Scheiße. Hallo Mike. Hallo, na? Wie geht's dir? Gut, dir? Danke, auch gut. Wie geht's dir? Ja gut, wie geht's dir? Auch gut. Nice. Was ist dein Lieblings-YouTube-Kanal? Kongcrafter. Ehrlich? Und jetzt als allerletztes darfst du noch dein Insta pushen? Laserluca. Chillig, okay, alle abonnieren. Wir gehen jetzt zur Universal Party, das heißt, die nächsten Aufnahmen werden mit dem iPhone sein. Das ist ein Handy von Apple. Essen.
ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Es ist gerade 3:30. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange da bleiben. Aber es waren noch voll viele Freunde da. Nachher waren auch noch Dagi mit ihrem Freund da. Felix Jen und so waren noch da, haben noch aufgelegt. War alles mega sick. Aber ich bin jetzt auch hundemüde. Und ich muss halt morgen meine Autogrammstunde geben. Also die geht in 8 Stunden los. Und ich muss morgen früh noch diesen Vlog hier schneiden. Wie ihr jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen habt, sind bei mir derzeit immer sehr, sehr viele Handwerker hier am Start, weil wir ein bisschen was verändern müssen an der Terrasse. Und deswegen muss ich auch eigentlich ein bisschen leiser reden, weil meine Eltern gerade nebenan schlafen. Die Handwerker kommen halt morgen wieder um 8.30 Uhr hin, deswegen kriege ich jetzt auch ganz entspannte 4,5 Stunden Schlaf. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. An der Stelle will ich jetzt auch gar nicht weiter lang rumreden. Wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Ihr könnt unter dem Video auf Abonnieren klicken, dann seid ihr neuer Abonnent von meinem Kanal. Und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf diese Glocke hier klicken, denn dann bekommt ihr Benachrichtigungen, sobald ich ein neues Video hochlade. Und ich weiß, normalerweise stelle ich meine Cam immer vor die Tür, aber diesmal möchte ich das nicht machen, weil das der Flur ist und meine Eltern schlafen halt nebenan. Deswegen, wir sehen uns übermorgen in einem neuen Vlog wieder. Haut rein, ich hab euch lieb. Loopshoe for life. Alter, Loopshoe for life, Mann. Haut rein, ciao.